Die Spielform läuft, die Tonaufnahme läuft auch und damit halliert und dann erstmal auch Hallöchen. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge unseres ultimativen Projekts hier im Euro Truck Simulator 2 und eventuell müsst ihr da bald auch mal sagen, hier im Euro Truck, hier heute im Euro Truck Simulator, weil naja gut, USA, Kanada, Mexiko sind halt eben nur im ATS verfügbar. Gab es sogar Kolumbien und Ecuador auch, aber ich sehe das dann später. Oh mein Gott, das ist mir relativ egal, die Spiele sind da gleich nur eben. Halt quasi, für mich ist ATS eigentlich aber sein Alter. Ja, wir sind in Kopenhagen auf der ProMods 2.25. Oh, das ist auch sogar ein bisschen anders. Naja, wir werden heute unseren nächsten Auftrag annehmen und ja, wäre es eventuell, das wird schlecht für uns, so. Das werden wir schon gesehen haben in der letzten Folge, wir haben jetzt nochmal einen Kredit aufgenommen. Und ja, haben uns jetzt erstmal unseren zweiten Fahrer plus Zugmaschine gekauft. Und ja, der Zugmaschine gekauft und zwar einen Eweko, der so aussieht. Ja, das ist der hier, ja. Richtig stylisch und so. Vor allem das Bett da hinten sieht richtig geil aus. Ja, nee, auf jeden Fall, wenn wir mit dem. Wenn wir mit dem Armor irgendwann fahren, aber das dauert noch von da. Ja, noch im Skyline, keine Sorge. Und ja, jetzt haben wir dann direkt los. Für die heutige Folge mit einem Auftrag. Wo geht's denn? Grill da rüber oder was? Nee, komm. Wobei, das ist halt hier auch, ne? Weiß nicht. Ja, nach oben gleich wieder. Ganz runter. Gerade Strecke eigentlich, ne? Über dem Brenner, ja doch, das wäre doch eigentlich schon was, oder? Ist das der Brenner? Ja, ne? Ja, schon, oder? Ja, das ist immer ein Brenner. Würde ich doch das nehmen, oder? Ja, komm, ich nehme das. Brenner ist 48.000, das willst du doch noch mehr bringen, ich weiß, klar, aber ich will ja genau die Servitur dahin fahren. Nee, danke, sorry, aber. Dann habe ich jetzt nicht so viel Bock, also nehmen wir das hier. Dann geht es sogar noch weiter nach Italien rüber. Geht ein bisschen runter. Von da an, ja. So, nehmen wir das, komm. Aber wenn es das andere noch mehr gegeben hätte, auf jeden Fall, aber mein Gott. Was bringt es uns, ne? Das ist halt jetzt die große Frage. So, der Weg ist mir jetzt ein bisschen zu weit, wir müssen es ein bisschen abkürzen, weil, na gut, wir wollen heute auch schon heute noch was erreichen, ne? So ist er nicht. Und ja, ist ja schon abgebogen und weiter geht's. Und ja, mal gucken. Also ich hoffe, ist die Musik noch da, ansonsten, ja, geht's erstmal los hier, klar, was ein großes Wunder. Und ja, hier auch wieder so ein selbstgemachter Firma-Dings, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das Renault-Logistik. Das bringt halt schon was, na klar, aber genau dieselbe Strecke da jetzt wieder hinfahren. Nee, danke, also sorry, vielleicht oben wäre es noch ein bisschen mehr klar, aber da unter zu radeln habe ich jetzt ehrlich gesagt keinen Bock. So, wir hätten noch einen Kühlauflieger und einen Schwarzmüller. Ja, nehmen wir mal noch einen normalen vielleicht mal. Komm, ich nehme mal einen normalen. Sieht eventuell dann noch geiler aus. So. Und ja, wie gesagt, wow, so Monat 1 unseres Projekts geht es dann auch so langsam bald zu Ende. Wow, das ist so. Und ja, irgendwann später, dann, wenn wir dann mal unsere Promo und so weiter erkundet haben, dann werden wir nach einem Monat dann auch mal auf quasi einen Monat vielleicht auch mal als Challenge schon mal was nehmen, keine Ahnung. Dann mal quasi einen Monat machen, wo wir sich in die USA auswandern oder was weiß ich wohin. Aber wie gesagt, wir werden jetzt erstmal die Promo zocken, es bleibt noch alles gleich und so weiter. Wie gesagt, später möchte ich dann eben erst, wie gesagt, ich möchte alle Karten entdecken, so ist ja nicht, deswegen. Aber da halt eben auch nur, what the fuck. Bisschen schrottlich, ne? Hat eben auch bloß alle realistischen Karten, weil so eine komische brauche ich nicht. Da ist die TSM auch ganz nah dran auf jeden Fall, aber bei der TSM weiß ich ja. Wow. Boah. Meine Herren. Naja, jetzt haben wir auch einen gelben Auflieger, keine Sorge, kommen aber nicht aus Holland. Das wäre schlecht, wenn man uns dafür darstellen würde. Ja, bitte, Ampel bleibt jetzt noch, bitte. Komm, die erste geht schon rüber. Jetzt komm. Oh Gott sei Dank, ey. Oh, das ist ja ganz schön die Verkehrsstraße, ne? Soll richtig hart aufpassen. Naja, gut, Tank ist leer, fällt mir gerade mal so auf. Wir müssen vielleicht noch tanken, ne? Noch 87 Kilometer. Boah, das ist mir gerade noch so eingefallen, ne? Können wir noch eine Tanke? Nee, ne? Müssen wir wieder dahinter fahren? Nee, darüber. Da ist noch eine. Müssen wir jetzt endlich hier die Abkürzung nehmen, oder wie? Ah, okay, gut, es geht ja. Nee. Ist fast kein Umweg. Können wir noch schnell machen. Lieber Bus müsste ich ja bloß noch drüber. Auch Kopenhagen haben sie, glaube ich, umgestellt. Das kann beides gar nicht noch. Haben sie auch oben halt sehr viel rumgespielt und so weiter. Auch Schweden nach Stockholm noch ein bisschen mehr erweitert. Nein, nach Uppsala, sorry. Nicht Uppsala als sorry oder sowas, sondern wirklich Uppsala als Verkehrssache. Und ja, die Autobahnen haben in Dänemark keinen vernünftigen Namen. Oder das heißt keinen vernünftigen Namen. Ihr wisst, was ich meine. Deswegen so. Schaut's nach jetzt. Da 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 dee da 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 da.
Ich soll mal ein bisschen was von der Stadt zeigen. Hier, bla bla blü. Achso, dürfte er da mal losfahren, ne? Wäre auch mal die bessere Katastrophe. Wenn man in der Sicht hier loskommt. Das hat nämlich auch ein Zuschauer mal geschrieben. Ich soll mal ein bisschen mehr zeigen, wo ist das hier. Vernünftig eng, würde ich sagen. So, das soll ja auch mal ein bisschen was von der City quasi zeigen. Finde ich aber auch richtig so. Ich meine, dafür ist es ja, dafür gibt es ja noch später irgendwelche Videos, keine Ahnung. Das sehen wir dann später. Wenn ich dann eben auch mal vielleicht mal nicht so viel Zeit habe, irgendwie. Ja, gut. Eigentlich ist ja das, diese Art von unserem Ultima-Projekt eigentlich besser, als wenn ich jeden Tag so einen Trailer hochladen müsste, ne, klar. Aber sonst, ich von der Dauer her und vor allem von Aufnehmen ist natürlich da der Trailer schon besser. Das ist klar, aber vom Schneiden her ist dann auch wieder scheiße, ne. Du musst ja tausende von Frequenzen aufnehmen und die dann alle zuschneiden mit Mucke und was auch immer. Naja. Ja, wie gesagt, wenn ihr das vielleicht mal seht, wie gesagt, werden wir auch noch immer mal umändern, weil eigentlich gehört das Intro nicht dahin, wo es eigentlich hingehört. Das gehört nämlich eigentlich schon zu TSM-Map, deswegen. Dort habt ihr auch gesehen, das Kennzeichen, ne? Ich kläre euch einfach mal schon mal auf. Wenn ihr das nicht hören wollt, dann spult bitte so ein bisschen vor. Dankeschön. Ja, wie gesagt, das ist nämlich das Kennzeichen aus Algerien, das beste Kennzeichen von den afrikanischen Ländern. Ich war zwar noch nicht in Ägypten und wo auch immer, aber, ach, da geht's noch gar nicht rein. Boah. Ja, es steht mal richtig gut, ne? Also noch so hin, wir wollen ja auch darüber, ne? Zwar nicht da jetzt direkt drüber, aber sonst wollen wir dem schon darüber. Von da und da hinten ist dann erst Schluss. Ganz schön vergalte, genau. Ganz schön eine coole Kreuzung, finde ich eigentlich. Lässt sich auf jeden Fall sehen. So, ich will ja jetzt aus der Stadt raus, die Ampel mach mal hin. Der Moment, wenn du anstatt H G drückst. So, jetzt haben wir auch schon vergehen, du uns passt dann also somit auch. Ich glaube, wir müssen uns mal die hier halten, ne? Weil ich die hier springt, glaube ich, nicht mehr so an, deswegen. Ja, Mensch, jetzt was ist los? Wir stehen hier richtig geil, oh. Dann müssen wir uns mal weiterfahren. So. Ja, an sich. Dänemark haben wir somit auch mal gesehen. Das Land, wie gesagt, wo die Hauptstadt eben nicht auf dem größten Landesteil ist. So, wir cutten mal so ein bisschen die Kurve quasi. So, what the fuck, Alter, diese. Also sorry, aber diese. Das Parkplatz finde ich auch richtig geil. Der müsste der Zahn halten, ne? Der hält auch an, aber ob man da rumkommt, ist die große Frage. Ne, komm, kannst vergessen. Dann fahr weiter, komm. No, oh. Ey Leute, komm, das ist ein bisschen zu doof. Na, wo sind wir denn? Hier sind wir. So, das wird mir dann noch ein bisschen zu doof, da an der Kreuzung irgendwie rumzustehen. Jetzt einmal voll tanken, bitte. Ja, jetzt haben wir gerade zwischendran schon nach 2,5 Minuten quasi, wie heißt denn, den Aufleger gehabt und dann kommt das jetzt hier noch dazwischen. Naja, mein Gott. Oh, wie viel? Ja, ich bin schon kann wieder 2000 Euro, stimmt. Naja, der Kontenstand ist noch stabiler, aber wenn wir mal bedenken, wir müssen ja auf jeden Fall über 10.000 Euro pro Tag eigentlich an Ding machen, ne? Wird schon relativ krass, würde ich sagen. So. Weiter geht's. Da vorne geht's hoffentlich raus, ne? Ja, müsst schon ausgehen. Ach, da müssen wir mal wenden. Oh, ey. Ohne Witz. Dänemark ist richtig schön für kleine Sachen und so weiter. Auch für das Wohngebiet hier finde ich richtig geil gemacht. Aber bitte. Wir sind hier auf dem Trucker-Ding und wollen auf der Autobahn fahren. Ja, gut, Autobahn ist eigentlich nicht so interessant quasi wie. Sorry, Jungs. Eigentlich nicht so interessant, ne? Weil sowas hast du halt eben nur mit Stehen und was weiß ich. Gas geben, da müssen wir eigentlich auch frei halten, voll Depp. Wir müssen da frei halten. Das ist so. Wenn jetzt einer rein möchte quasi, kannst du doch nicht fahren, komm. Kannst du nicht fahren. So, die KI ordnet sich auch mal wieder richtig gut ein, ne? So, genau, der macht ja auch so, ne? Der hält ja da auch da drüben an. Vor allem die, wo sie jetzt denken, what the fuck, was macht denn der? Der hält er da quasi auch da an. So, ihr seid in den USA, wird es noch schlimmer und ach gut, also komm bitte. Da fällt sich aber ein bisschen noch an Feingefühl. So, es ist mal wieder rot. Die rote Welle letztens heute quasi stehen und wisst ihr was, es ist mir jetzt wirklich ein bisschen zu doof. Sorry, dass ich wieder ich bin nicht so der Freund von Karten und so weiter. Aber an dieser Stelle, sorry. Ich habe keinen Bock, dass ich mit irgendwelchen Ampeln da irgendwie rumzuhocken. So, das ist ein schönes geradeaus Pfeilschild für das Parkverbot. Also wie gesagt, sorry, ich bin Freund von was weiß ich für Zeigen, aber bei einer roten Ampel zu stehen, bringt ja auch euch nichts, ne? Das ist ja nicht gehen wie auf meiner Kamera und was weiß ich wohin. So, man darf in Kopenhagen oder in Dänemark nirgends wenden und die rote Welle geht weiter, ne? Jetzt sind wir, glaube ich, drüber gefahren. Ja, knapp. So.
Ja, how to say, how to basic, das hier ist die Autobahn und so weiter. So, jetzt haben wir zwar doppelt mal grün, aber wenn die hier kommen. Jetzt, das geht ja noch so ein bisschen, zumindest da. In Paris, wenn wir dann auch mal sind, sind wir schon vor ein paar, vor zwei Frachten quasi weggefahren, aber. Werdet ihr dann noch sehen, ist schon ganz schön krass. Ja, und natürlich müssen wir eben auch fast immer vom höchsten Gewinn quasi die Fracht annehmen. Jetzt sind es wieder 2000 Kilometer, jetzt dauert es mal wieder die nächsten paar Tage an. Es war gut, dass ich mit ein paar längere Frachten nach die nächste wird dann ein bisschen länger sein, wenn es für eine scheiß einfällige Spur, da müssen wir richtig Gas geben heute. So, ich habe keine Ahnung, diese E, ich meine, das müsste, also eigentlich müssten die sich diese hier dann echt nach den Sachen da richten. Nach den, na, wie heißt denn das? Nach den E, also nach den Straßen halt, ihr wisst, was ich meine, dieses E-Logo ist eigentlich auch mal für Autobahnen gut. Hat ja eigentlich auch fast jede Autobahn in Deutschland mit E, was weiß ich wie viel. Müssten ja nicht hier auch gleich heißen, ne? Sonst wäre das ja unlogisch. Mal gucken, wo die hinführt. Und doch dann direkt mal an. So, es ist dann die E47. Ja gut, die führt nicht dahin. Ja gut, es ist klar, dass die da abbrechen. Okay. Und dann fahren wir jetzt quasi wieder Richtung Süden. Quasi. Richtung da, wo wir herkamen. Sehe ich klar, bei diesen ganzen vernetzten Sachen, da geht es nicht irgendwie darüber, wo auch immer hin. Deswegen wundert es mich auch gerade glatt nicht. Naja, ich will jetzt aber nicht die Folge beenden. Einerseits bin ich schon wegen der Zeit, ist richtig gute Zeit aktuell und vor allem auch so an sich, weil ja, habe ich quasi weniger zum Warten und so weiter. Andererseits möchte ich jetzt aber noch ein bisschen weiterfahren und auch jetzt eben nicht nur einen Tag hier quasi mit verschwenden für die, wo sie halt eventuell, wo sie heute Sommer hingeguckt haben. Ach komm, jetzt kommt halt nichts, ich guck mal, ja gut, ja doch, weiß ich auch nicht, ja keine Ahnung. Auf jeden Fall, heute kommt nichts und ja, dann weiß man nicht, was man sich angucken möchte. Guckt man sich das an und dann sieht man da bloß, wie ich in 12 Minuten aus der Hauptstadt von Dänemark rausschaffe. Na, deswegen fahren wir so ein bisschen. Ich würde sagen, wir fahren halt dann bis runter. Das sind ja, glaube ich, hier und Skandinavien fahren wir an der Route, haben sie nicht so viel geändert. Zumindest sind das jetzt nicht so die Realistic Kilometers. Mein Gott, dann machen wir halt 15 Minuten Folge, müsste schon hinhauen eigentlich. Und auch an sich, ja, wie gesagt, wir werden dann einschlafen. Ne, wir werden dann wieder in die Nacht reinfahren. Ja, wie gesagt, muss ich auch mal gucken, dass wir uns dann mal wieder einen 6 Uhr am Morgen Tag anlegen für eine neue Fracht dann. Das hasse ich wieder, klar, an sich nach Form werden wir uns auch mal machen, klar. Aber an sich auch für Durchreise mit dem Auto ist die Nacht teilweise relativ gut und fährt sogar auch besser als irgendwie am Tag. Aber wenn ich euch vor allem was von der Landschaft, das eigentlich ist eine der Hauptsachen für dieses Projekt hier. Wenn ich euch was von der Landschaft zeigen möchte, dann brauche ich keine Nacht, ne? Dann kann ich euch eher die schwarze Farbe zeigen. Und das Schild war auch etwas schief, glaube ich, ne? Das ist bloß eine optische Täuschung, ich habe keine Ahnung. So. Ja, der Bus fährt auch ganz schön rasant. Naja, egal. Und der wird dann fahren wir noch bis davor quasi an sich. Und ja. Dann verlassen wir Dänemark und dann in der nächsten Folge hoffentlich dann durch ganz Deutschland, wenn es hinhaut. Aber muss ich schätze mal, dass es bloß so bis Nürnberg. Spätestens gehen wir mal gucken. Und dann geht es halt eben in 2 Tagen quasi auf dem Brennen. Das wird auch geil. Ich war da, glaube ich, einmal bisher. Also, wenn es das war. Also, Leute, das wird richtig, richtig, richtig Hammer. Deswegen. Da werden wir dann mal Rast machen, was auch immer. Ja, wie gesagt, wir müssen uns dann auch mal den Grenzübergang, den soll ich mal ganz kurz hier angucken. Den hier, ach, den fahren wir sogar, oder? Ja, den fahren wir sogar. Na gut, der wird jetzt natürlich nicht realistisch aufgebaut sein, nehme ich an. Wobei, ja, kann schon sein, keine Ahnung. Auf jeden Fall, da werde nämlich ich auch sein. Mal gucken, ob sie da auch was reingebaut haben. Sonst müssen sie halt die Dinge hier nach Innsbruck quasi. Na, hier, das hier. Das wird schon ultra geil hier, das sieht man ja auch schon. Also das wird einfach nur Hammer, deswegen. Lasst einfach mal überraschen, was uns in dieser Fahrt hier quasi erwarten wird. Okay, ich kann nur so sagen, es wird ultra mäßig Hammer. Auch wie gesagt, ich habe da schon in der letzten Folge quasi auch in der Beschreibung quasi drin gehabt. Die schöne Landschaft, das ist auch wunderschön hier. Die Brücken, naja gut, die müssten sie halt auch teilweise ein bisschen schöner bauen, ne? Weil nur so eine karge Brücke die ganze Zeit, mein Gott, ne? Kenne mich jetzt nicht so mit aus, ich bin ja dann eher bloß für die Geografie zuständig und so weiter, nicht für die Bauwerke hier. Deswegen. Aber an sich ist es einfach schon mega mäßig. Ich glaube, das war's, das ist immer noch irgendwie geiler geworden, als ich dachte. Aber an sich ist sowas schon krass. Und wir dürfen nur 70 fahren, naja gut, jetzt wollen wir ein bisschen schneller kommen. Weil die Folge ist ja gleich wieder bei 15 Minuten, ne? Darauf habe ich nämlich jetzt keinen Bock. Deswegen. Mal gucken, ob es hinhauen wird, wie ich es mir wünsche. Und ja. Mal gucken, ne? So langsam ist es möglich, in diese Phase Kredit aufnehmen, dann sobald der Kredit weg ist, man hat einen Fahrer, der wo auch was verdient, dann den nächsten und so weiter und so fort. Und dann wirtschaftet sich quasi die Firma von alleine.
Und das ist quasi der einzigste Sinn an dem Interesse, einfach weiter frachten, vorne gucken, dass du halt alles erkundigst. Oder erkundest du dich immer. Und wie gesagt, das war dann auf jeden Fall mal neben Land der Promos vorne, damit man nicht auch. Ach, was ist denn laut gewesen? Boah. Alles klar. So. Gucken wir mal. Naja, gut, dann machen wir davon nochmal einen Cut, würde ich sagen. Und, ja. So, mal gucken. Wer ist denn das hier eigentlich noch? Naja, egal. Bisschen hören. Wandern. Naja. Gut, dann machen wir dann mal so. Ich bedanke mich jetzt mal fürs Zusehen, dass ihr mal wieder dabei wart. Mal gucken, wie es dann eben in den nächsten 2-3 Folgen, bis wir dann halt dann eben in Rom sind, aussehen wird. Ja, quasi auch ein bisschen jetzt Italien, die jetzt uns mal angucken und so weiter. Dann bedanke mich fürs Zusehen, dann werde ich dann vorne quasi dann im jetzt absteigen quasi. Und dann werden wir eben in der nächsten Folge rüberfahren. Dann gibt es auch dann wirklich so zum Haus, die auch richtig schön gemacht ist. Das ist ja schon mal Na egal. So, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich bin jetzt bei Wart, wie immer. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.